Ja, ich bin gestern angekommen mit zwei wundervollen Menschen, die hier auch herkommen. Und habe sie noch in Heidelberg besucht. Und es war ganz schön dort, lecker Eis essen und tolle Gespräche. Und sogar noch ein bisschen was gesehen. Aufbau geht los von der Jutta. Die kleinen Pfadfinder helfen uns wieder hier. Und dann geht's los. Yeah! Love and Transformation Camp 2023! Yeah! Ja, dann war gerade, wo wir ankamen, kam der Mantra-Workshop und da sind wir natürlich erstmal hin. Shivaya, Kriya, Shankara, Namah Shivaya, Arunachala Shiva, Namah Shivaya, Arunachala Shiva. Zelte aufgebaut haben und ja, es war mega schön. Ihr merkt jetzt schon, meine Stimme fängt jetzt schon langsam an. Aber ich hoffe, ich habe immer Stimme. Und dann haben wir Zelt aufgebaut und so. Und dann habe ich erstmal was gegessen. So, die ersten Workshops sind geschafft. Und jetzt gibt es sogar Brot mit Oster. Da musst du und hier ist kein Muster. Die leckere Linsensuppe, Brot und auch Porridge. Und dann ging es zur Kennenlernrunde im Redekreis. Das war auch ganz schön. Ein Besucher hier unangemeldet. Ein Frosch. Ein Frosch. Oh, hör auf. Der will die Küche. Der Frosch will die Küche. Der Frosch will die Küche. Nee. Doch. Der hat Hunger. Ja. Der Frosch wird gerettet. Der Frosch wird gerettet. Flieg! Ach nee. Springen! Das ist ein Schockstocher. Flieg, kleine Schwalbe, flieg. Nein, mal gucken. Wo ist Betty? Ui, 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 ui. Ich wusste gar nicht, ich bin kein Imam, Henrik. Ne? Also, das müsstet ihr sehen. Wollt ihr mal gucken? Er ist hier, so vor mir. Das war die letzte Sekunde, die ich gesehen habe. Ja, geil. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super Videomaterial. Ja, und am Freitag kam dann noch achtsame Berührung, der Workshop. Und der war auch mega spannend. Man dachte erst so, das geht in Richtung Tantra vielleicht, aber es war gar nicht so. Und ja, es war sehr speziell, erstmal bei sich selbst anzukommen, sich die Berührung zu erlauben, die man gerade selber braucht auch. Und dann hat man Grenzen gesetzt und gesagt, nein, danke, möchte ich nicht.
es war auch sehr spannend und dann durfte man sich Partner aussuchen. Dann hat man sich mit den Augen angeschaut, zum Beispiel. Und dann hat man sich sanfte Berührung gegeben. Und aber man hat gesagt, was man möchte. Also man hat gesagt, was man möchte und dann wurde man berührt. Man durfte sich den Partner oder Partnerin aussuchen. Und es war ganz spannend. Ich war mit zwei Jungs, die ich schon kenne. Und es war mega schön. Wir waren voll das Team und wir waren so, das war so herrlich. So, ich hatte es eher so mit meinem Rücken und unteren Rücken und sie durften mich quasi durchkneten, so ein bisschen halt, oder sanfte Berührung und dann so die Hüfte auswackeln. Das ist mega angenehm und das haben die echt richtig gut gemacht auch. Und danach hat man sich echt wohl gefühlt und ich habe auch ein Feedback von dem einen auch bekommen, dass bei ihm jetzt der Rücken schon besser ist auch und ja, es war echt mega schön. Einfach essen und dann gab es noch so ein bisschen Lagerfeuer und da haben wir auch was ganz Schönes für den inneren Schoßraum gemacht und ja, und dann war für mich der Tag vorbei. Habe ich einen Seins-Workshop mitgemacht. Hatte ich die Möglichkeit, mal ein bisschen meinen Körper zu spüren und so ein paar Übungen zu machen. Also man könnte es auch Yoga nennen, was auch immer. Und dann habe ich aus dem Fenster geschaut und einfach beobachtet, auch was so da so los ist mit den Insekten und dem Wind und einfach das Lichtspiel zu sehen. Und dann habe ich mich noch eine Weile hingelegt und dachte mir, oh ja, jetzt vielleicht ruhe ich die mich noch, doch noch ein bisschen aus und so. Und dann bin ich wieder in die Bewegung gekommen und dann haben wir uns noch ausgetauscht und Feedback gegeben. Und dann gab es einen Workshop mit Wut und da dachte man erst so, jetzt kann man mal alles rauslassen, aber sie haben mit Absicht es nicht gemacht. Wie direkt einfällt, wo ihr eben wütend wart oder wo ihr genervt wart, wo ihr irgendwie ja, die Nase voll hattet, ihr wart gereizt, ihr hattet schlechte Laune, ihr wart passiv-aggressiv, welche Form auch immer der Wut sich halt gezeigt hat und dann da mal reingeht und probiert es halt zu spüren, wie sich das im Körper anfühlt. Genau, was dabei halt so hochkommt. Und ja, wir würden euch einfach dann so ein paar Beispiele geben, was. Und da wurde halt gesprochen drüber. Wir haben sowas wie eine kleine Meditation gemacht, um in sich selbst zu schauen, ist gerade Wut da, wie fühlt sie sich an und so. Das war auch mega spannend auf jeden Fall. Und dann gab es Geräusche und Musik. So wie improvisieren, jemand hat was vorgemacht, wir haben es nachgemacht und irgendwann gab es so eine richtige Session, wo jeder einfach das genommen hat, worauf er Lust hatte und dann haben wir gemeinsam wundervoll getönt und gespielt und ja, das war echt mega schön. Jetzt hatte ich mal eine Weile Freizeit, weil ich den Workshop nicht mitmache und das tut mir sehr gut. Ich habe jetzt meine Sprachen gemacht und ich habe gerade getanzt und gesungen und konnte die Sonne ein bisschen genießen und das Wetter. Und dann geht es in eine offene Heilungssession und noch zum Wellentanz. Da freue ich mich ganz doll drauf. Genau.
heute Morgen fürs innere Kind was gemacht. Und dann kam ein Zwischengespräch von allen. Und dann war auf einmal alles chaotisch für mich. Und dann wurde ich wütend. Und dann gab es einen Workshop, wo man sich connected quasi. Und da musste ich erstmal meine Emotionen rauslassen und habe mal erstmal richtig geschrien und so. Und das war mir wichtig. Und dann war es mega schön. Dann gab es immer wieder intensive Begegnungen mit einer Menschen, besser gesagt. Und ja, ich habe dann auch Kontakt mit Menschen gehabt, wo ich unbedingt Kontakt haben wollte. Und das war mega schön. Und dann habe ich mir was zu essen gemacht und war ein bisschen entspannt da wieder. Und dann war ich bei einer Rederunde der Geschlechter wegen Mann und Frau. Und das war auch mega schön. Und dann kam ein Workshop von Kopf ins Herz. Und ich habe das ein bisschen so aufgebaut, dass es erstmal, dass ich ein paar Fragen gestellt habe. Also es ging auch so wie in eine Rederunde rein. Und dann wollte ich aktiv werden und dann sind wir rausgegangen und haben uns dann erstmal auch gelockert und so ein paar Sachen gemacht. Wir haben dann auch gelacht und geschrien und was auch immer uns bewegt. Und dann kam der Impuls, Bäume zu umarmen. Dann haben wir Bäume umarmt und dann haben wir noch so kleine Heilungsschnecken, Singschnecken gemacht. Und es war ganz schön. Ich durfte in die Mitte. Da wurde mir auch richtig warm. Und dann sind wir wieder reingegangen. Und dann haben wir Om gechantet. So 12 Minuten am Stück. Und es war so, so schön. Oma ist offen. Mandy, mal den Sadismus ein bisschen zügeln. Yes!